Moin moin, liebe Leute. Schön, dass du eingeschaltet hast hier bei Icarus. Ja, das ist natürlich hier schon alles gang und gäbe. Achso, warte mal, halt, stopp. Da habe ich noch drin. Der passt. Was war jetzt eigentlich noch mein Auftrag? Stimmt, ich wollte eigentlich... das Haus ein bisschen in Stein machen. Was mich allerdings auch interessieren würde... Lass mich kurz gucken, dass keiner guckt hier. Weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ja, da sollte ich noch einen drauf machen, wurde mir gesagt, zur Sicherheit. Ich muss ja hier ausprobieren, ne? Wie ist das hier eigentlich mit dem ganzen Steinzeug? Was fehlt mir da eigentlich? Stein. Klar fehlt mir Stein. Muss ich nochmal Steinfarmen gehen. Okay. Dann nochmal ran an den Speck hier. Dann nochmal ordentlich ran an den Speck und dann ordentlich hier Stein rausholen. Ja, hol dich da mal. Ah, ne? Wieso bin ich eigentlich schon wieder so beladen? Stein? So. Das Silizium habe ich noch drin. Haha. Okay. Das Silizium. Weiß ich gar nicht mehr, wofür ich das geholt habe. Habe ich jetzt irgendwie völlig vergessen. Da muss ich gleich nochmal gucken. Wofür ich mir das Silizium besorgt habe eigentlich. Warte mal, jetzt wollte ich nochmal davon ein paar machen. Machen wir mal 10 Stück. Nochmal Nägel. Nägel? Habe ich da eigentlich noch... Oh ja, guck mal hier. Stimmt, ich hatte ja ganz viel gefarmt, ne? Richtig. Ja, ganz viel Eisen geholt. Ja, da ich das manchmal vorproduziere, gerade wegen Wochenende... komme ich dann da doch noch mal ein bisschen durcheinander. Genau, machen wir mal kurz die Nägel. Das Silizium. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Werd ich wieder drauf kommen. Stimmt. Bank, ne, das habe ich ja schon. Ach ja, hier, Mörser und Stößel. Ne, warte mal. Mörser und Stößel, habe ich die nicht schon gebaut? Ne, habe ich noch nicht gebaut. Okay, komm, dann baue ich den jetzt mal. Doch, warte mal, stopp. Den hatte ich doch. Hatte ich den nicht schon... Warte mal. Nee. Okay, warte mal. Interagieren. Achso, doch. Irgendwie kann ich mich daran erinnern, dass ich den schon mal gebaut hatte. Irgendwie ist der nicht mehr hier. Ach, der war, glaube ich, im alten Haus noch, ne? Ja... Okay. Kann passieren. Halt, das war der falsche. Da einmal die Nägel rausholen. Genau, ich wollte davon ja 10 Stück mir mal herstellen lassen. Da ist ein Wolf. Geh mal von meinem Beten weg. Du böser, böser Wolf. Ja, ist schon ordentlich was los hier mit den Wölfen, ne? So, wie weit seid ihr eigentlich? Ihr seid auch schon bald fertig. Ihr seid sogar schon fertig. Ja, geil. Nochmal Kürbisse holen. Sehr schön.
Weihnachtsfilme da sogar schon zwei. Ah, also von Kürbissen gibt es hier auch eine gute Menge. Oh, gleich 6 Stück. Nicht schlecht. So, da nochmal. Dann hier nochmal. Und da nochmal. So, 35 Kürbisse. Hm, geht doch. Stimmt. Ich wollte noch Fundamente machen, wo ich ja dann die Beete drauf machen kann, ne? Oh, Nägel. Warte mal, mache ich Steinbrunnen oder mache ich Fundament, Steinrahmen? Boah. Nee, ich mache Steinbohnen, ne? Kann ich davon nochmal... Ah, ich muss da echt nochmal Rahmen gehen. Warte mal, wo war denn das Ganze? Warte mal, hier waren zum Beispiel die Knochen drin. Das Leder brauchte ich hier. Und das Fell konnte ich da absetzen. So, dann machen wir hier gleich nochmal ein paar Nägel. Mach mir mal 100 Nägel, das ist... Und ganz in Ordnung. So, da nochmal das Fleisch rein. Ah. Kein Platz mehr. Okay. Okay, nochmal Steine holen. Ne? Ja, für Steinstruktur braucht man natürlich eine Menge Steine. Aber Stein brennt nicht an, wackelt nicht ab. Und da sind doch auch meine Beete dann ganz gut sicher drauf. Da dab diddlab du dein. Wie ist es eigentlich mit den Beeten? Können die auch drinnen wachsen? Oder muss ich die draußen aufbauen? Wisst ihr, ist das Sonnenlicht relevant für die? Ich glaube, das werde ich dann einfach mal austesten. Ja gut, draußen werden sie automatisch bewässert, wenn es regnet. Was drin natürlich dann nicht passiert. Okay, so, nochmal ordentlich Steinböden. So, Steinböden. Da fehlen mir jetzt die Nägel. Hab ich hier. So, jetzt aber. Okay. Also, die sind schon mal fertig. Die kommen jetzt. Ah, es wird auch schon wieder Abend, ne? Es wird auch schon wieder Abend. Muss zuerst repariert werden. Und dann kann ich es abreißen, okay. Alles klar. Zack. Ja, komm, auch gleich fertig. Kann ich die auch gleich mit einpacken. So. Oh, warum bin ich so hart überladen? Ja, weil die Konstruktion doch ordentlich in sich hat. Na, hier, komm. Komm mal rein da. Wasserniedrig. Oh, Moment. Trinken. Schnell trinken, schnell trinken. Auf geht's. Ah, leckeres Wasser. So, Moment. Jetzt gib mir mal
Da habe ich auch noch Steinböden, ne? Okay. So, warte mal, damit der... Ja, da brauche ich wohl noch ein paar mehr Pfosten. Zack. Zack. Ja, da jetzt mal hin. Ja, und dann muss ich die umsetzen. Genau, dann werde ich die umsetzen. Dann da hinsetzen. Oh, warte mal, ich habe doch jetzt hier gerade Pfosten. So. Das müsste jetzt aber hoch genug sein, dass der Blitz, wenn da einschlägt. Ich hoffe auch, dass es hier von der Entfernung reicht. Das werden wir einfach mal austesten. Ob das ausreicht von der Entfernung her, ne? Aber, bam, bam, wenn ich jetzt schlafen gehe demnächst, ist auch bald fertig. Ja, da würde ich dann gerne so ein bisschen eine Wand ziehen, damit es auch nochmal ein bisschen sicherer ist. So, jetzt kurz mal das anzünden. So, wunderbar. Dann machen wir das Fleisch da fertig durch, ne? Ist ganz okay. Ja, ihr seid bald fertig. Lass mich überlegen. Lass mich überlegen. Das würde ich gerne hier draufstellen. Die ganzen Beete dann, ne? Draufpacken. Müsste, glaube ich, auch erstmal ausreichen. Wie wäre es, wenn ich da nochmal eine Rampe hole? Ja. Gucken wir da nochmal an. Eine Rampe. Genau, eine Rampe. Dann muss ich erst freischalten im Technikbaum, ne? Da. So, warte. Ja, hier verstärktes Geländer. Ui. Eisenbahn und Eisennägel. Wow. Das ist auch nicht schlecht, ne? Holzbalken für den Innenbereich. Ja, das ist hier der Zimmermannstisch. Der ist alles so für Innenbereich, nicht für draußen. Das ist dann so ein bisschen Schönheit, denke ich mal, ne? Okay. Dann gib mir mal die Rampe. Die setze ich jetzt hier mal hin. Rampe. So, dann komme ich hier auch hoch. Super. Na, die brauchen jetzt, die habe ich ja vor kurzem erst angepflanzt, ne? Also die brauchen jetzt eine ganze Weile erstmal. Aber in der Zwischenzeit kann ich mir nochmal Steine holen. Also in dieser Mission werde ich mindestens noch Level 20. Locker. Bin gespannt, ob ich in dieser Mission nochmal so ein Gewitter bekomme, um das auszutesten mit diesem Blitzableiter da jetzt.
Okay. Da, 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 die du. Wir bauen mal ordentlich Stein ab. Ist das schon wieder so ein Wolf? Gehört habe ich ihn schon. Habe ich ihn schon, aber sein ist immer so ein Bison. Okay, nochmal Stein. Nägel. Sollte mal Nägel machen. Auch nochmal hier. Sollte man vielleicht auch vorher auswählen, ne? Mache ich nochmal ein paar Nägel. Ja, ist gar nicht verkehrt. So, warte mal, dich kann ich mal ausschalten. Brauchst du eh gerade nix. Das ist auch schon fast verdorben. Okay. So, ne, die Nägel waren fertig, ne? Ja. Ja. Einmal die Nägel da rein. Da mal reinschieben. So, dann das da noch mit rein. Okay. Gut, dann kann ich die ersten bald umsetzen hier. Weil da ist ja drin Wassermelone. Und Wassermelonen brauche ich nur 85. Könnte eventuell sogar dann schon reichen, ne, wenn ich die Wassermelone hier fertig habe. Ja, am längsten hat es, glaube ich, tatsächlich mit den Karotten gedauert, weil da ja erstmal Stück für Stück aufbauen musste. So, das dauert jetzt noch. Genau. Dann lasst mich doch mal gucken. Lap-dap-di-lu-du-dai, lap-dap-di-lu-du. Ja, außer warten ist jetzt gerade nicht viel, ne? Da ist jetzt gerade nicht viel außer warten. Weil ich brauch's mir hier gar nicht so groß und gemütlich machen. Weil ich ja noch nach da oben muss, ne? Da oben. Diese Jagd ja auch noch machen muss. Und von der Strecke her wäre es gar nicht, wäre es ganz geschickt, dass ich dann da oben mir auch noch mal was hin baue. Ja. Okay. Die Kleidung, die ist noch nicht, ne? Da der Armschutz und der Fußpanzer. Muss ich noch überlebe 10 Stunden lang auf dem Planeten. Na, das ist doch kein Problem, ne? Gut, wenn man bedenkt, ich bin ja schon zwischendurch mal gestorben, ne? Also von dem her, guck mal, die tausche ich mal aus. So. Aber die Dinger sind schon echt praktisch. Wirklich sehr, sehr praktisch, die Dinger. Jawohl, die Melonen sind fertig. So, dann sammle ich mir mal die mal ein, ne? Oh, ein Wetter. Es wird gleich regnen und blitzen. Ja, na, dann bin ich mal gespannt. Na, dann bin ich gespannt, ob das... das hilft. Da bin ich echt gespannt. Oh, ich bin echt gespannt. So, 2, 4, 44... Ja, Wassermelonen müssen fertig sein. Ja, Wassermelonen sind fertig. Ja, dann hole ich mir mal die Kürbisse hier raus.
Ja. Nee, warte mal, dann mache ich hier die hier. Na, da bin ich gespannt. Also das Ding steht jetzt da, ob das wirklich hilft. Ansonsten wird jetzt mein Haus gleich wieder kaputt gehen. Ne? Zum Aufnehmen. Da bin ich echt gespannt. Also das hier darf zumindest mal nichts abkriegen davon. Ah ja, jetzt kommt der große Test. Wird mein Pfeiler mich retten oder ist er vielleicht doch zu weit weg? Bei der Feuerklatsche habe ich ja gemerkt, das bringt recht wenig. Jetzt geht's gleich los. Okay. Warte mal, die Feuerklatsche habe ich aber noch, ne? Ich glaube, die habe ich weggeschmissen. Bin ich jetzt echt gespannt. Da bin ich jetzt echt gespannt. Boah, nee. Scheiße. Nein. Oh, fuck. Der ist zu weit weg, ne? Ist dann tatsächlich doch zu weit weg. Ich glaube, ich werde hier doch nochmal ein Häusle verlieren. Gut, wurde mir gesagt, ne? Dass es passieren kann, dass er etwas zu weit weg ist. Aber das wollte ich einfach mal ausprobieren. Also deutlich dichter dran stellen. Eieiei, okay. Ja, meine Steinsachen. Aber bis jetzt noch gut gerettet. Okay, aber kurz zu wissen, ne? Muss den Ableiter etwas. Ich glaube, das war's, ne? Da war nochmal ein Blitz. Okay.
Okay, kurz warten, bis der Sturm vorbei ist, ne? So, ist es aber eh gleich vorbei. Und diesmal ist zum Glück meinem Haus nicht großartig was passiert. Dann baue ich mal. So, das da rein. Nee. Wollte nicht rausschmeißen. Okay. Ja, haben wir aber auch bald beendet hier, ne? Die ganzen Pflanzen. So, Moment, jetzt mal da meine Bärenbüsche. Pflanzen. Ja, super. So. Ist noch da rein. Na, jetzt komm. Okidoki. Das war's dann auch schon wieder für heute. Das Ding steht noch. Das muss ich einfach rübersetzen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.